Hallo Leute, hier ist euer Dream Team. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Jawohl. Wir sind heute in einem ganz, ganz kleinen Freizeitpark. In Schömberg. Genau. Im Landkreis Balingen, glaube ich. Oder Alp-Donau-Kreis oder sowas, keine Ahnung. Also in der Nähe von Balingen sind wir. Genau, wir erkunden den heute für euch. Es gibt hier, soweit wir wissen, Minigolf, Pitpat. Es gibt auch einen Count. Und ja, lasst euch überraschen. Der nicht aktiv ist, sehe ich von hier schon, aber egal. Ich glaube, den muss man zahlen und selber bedienen. Lasst euch überraschen, wir müssen uns jetzt selber hier mal zurechtfinden. Es sind wahrscheinlich nicht groß, aber ja. Alle Infos werdet ihr jetzt kriegen. Der Eintritt für dieses Ausflugsziel ist kostenlos. Von März bis November ist bei schönem Wetter die Anlage von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Es gibt einen Streichelzoo-Bereich, den man barrierefrei erreichen kann. Für 1 Euro kann man dann an einem Automaten Futter für die Tiere kaufen. So, unser erster Eindruck. Ja, kuschelig, klein. Es ist klein, es ist überschaubar. Ja, also es, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, ob, wenn man hier 2 Stunden lang hier hinfährt. Also mit der Waldschenke, mit dem Restaurant bestimmt. Da kann man sich einen schönen Tag machen, was essen. Ja, wir waren zwar noch nie essen, keine Ahnung. Ich war hier schon mal als Kind, ist mir gerade aufgefallen. Ist ja eingefallen, wo wir hergefahren sind. Ich glaube, hier war ich, Philipp, schon. Ja, und tatsächlich war ich hier schon mal, ich glaube mit 12 oder so. Ja. Und das weckt gerade viele Erinnerungen. Ja. Genau, jetzt sind wir vom Streichelzoo. Gehen wir ins Miniaturwunderland. Miniaturdorf. Also Miniaturdorf, sagen genau. Wir so. Hier gibt es übrigens auch einen Wechselautomat, wo man Euro in Wertmarken umtauschen kann. Und die ganzen kleinen Attraktionen, die dort inbegriffen sind, zu fahren. Genau. Aber die werdet ihr gleich alle sehen. Gibt. Ja, dann erkunden wir das hier mal weiter. Das Minidorf könnt ihr ebenfalls barrierefrei erreichen. Oder wie wir durch den Tunnel und über ein paar Treppenstufen hineingehen. Im Minidorf findet ihr ein kleines Fahrgeschäft für die jungen Gäste. Ihr könnt bei einem Rundgang alles erkunden. Einige der Häuser sind im Inneren sehr schön und detailreich gestaltet. Auch ein Fotospot könnt ihr finden. Es gibt eine kleine Rennstrecke. Diese war bei unserem Besuch etwas mager befahren. Eventuell ist dies an anderen Tagen anders. Wenn ihr etwas darüber wisst, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Außerdem gibt es einen Skydive. Diesen findet ihr, wenn ihr am Einstieg der Pferderennbahn vorbeiläuft, auf der rechten Seite. Apropos Pferderennbahn. Es gibt eine kleine Pferderennbahn, auf der man eine Runde zusammen mit einem Erwachsenen oder einem Freund galoppieren kann. Gegenüber der Pferderennbahn könnt ihr auch ein bisschen baggern. Gegenüber von den Baggern könnt ihr euch sogar für ein bisschen Kleingeld eine Souvenirmedaille machen. Das größte Fahrgeschäft bzw. der einzigste Count auf dem Gelände ist ein Butterfly. Das ist
Es fährt ein kleiner Zug bei gutem Wetter zu jeder vollen Stunde ein paar Runden durch das Minidorf. Alle Attraktionen könnt ihr mit Wertmarken nutzen. Diese sind an einem Automaten erhältlich. Über eine kleine Spende würde sich das Minidorf sehr freuen und könnte diese natürlich gut in die kostenlose Anlage investieren. Nachdem ihr die Attraktion erkundet habt, bietet es sich an, das Restaurant Waldschenke aufzusuchen. Bei unserem Besuch konnte man draußen mit Selbstbedienung speisen und in den Innenräumen wurde man bedient. Vor dem Restaurant befindet sich ein kleiner Spielplatz. Dort können sich die Kinder austoben, während ihr entspannt. Aber auch im Innenbereich gibt es eine Kinderecke mit Spielemöglichkeiten. Wir empfehlen es, draußen zu sitzen, denn von dort aus habt ihr einen wunderschönen Blick auf den Stausee. Kleiner Tipp, dort könnt ihr Tretboot fahren. Nach dem Besuch in der Waldschenke könnt ihr eine Runde Pitpat oder Minigolf spielen. Wenn ihr genügend Zeit mitbringt, auch beides. Die Preise sind völlig human. Ich mache mir meine Kampffrisur. Kampffrisur. Wir spielen jetzt eine Runde Pitpat. Pitpat ist sozusagen wie Minigolf auf Billardniveau. Ja, genau. So Billard, mit so Billardstücken. Ja. Was glaubt ihr denn, wer gewinnt? Schreibt es mal in die Kommentare. So. Jetzt. Ich mach dich fertig. Auf geht's. We'll be right back.
So, unser Fazit. Ja, ein schnuckliger kleiner Ort zum Ausflug machen für die Kleinkinder mit Familien auf jeden Fall lohnenswert. Genau, was ihr natürlich auch machen könnt, ist den Stausee besuchen, dort Tretboote fahren. Wenn das Wetter passt. Und dort laufen in gehen. Den Wintermonaten wird wahrscheinlich Tretboot nicht verfügbar sein, das ist ja klar, wenn der See zugefroren ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dort Wanderwege gibt. Bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber ich denke schon. Wir hatten leider keine Zeit mehr, dort euch was zu zeigen, deswegen sind wir leider nicht dort angekommen. Genau, aber alles in allem ist es schnuckelig, man kann einkehren. In das Waldeck, wie heißt es? Und es hat, glaube ich, nur Waldschenke. Bei gutem Wetter geöffnet. Genau, diese ganze Anlage steht überall irgendwelche Schilder, ja. Genau. Und die Waldschenke sieht das Essen sehr, sehr lecker aus. Wir haben jetzt dann nur einen Latte Macchiato und einen Cola-Weizen getrunken. Preislich 7,90 Euro, wenn es interessiert. Aber wir würden euch empfehlen, auf jeden Fall morgens zu kommen oder 11.30 Uhr, ich glaube, macht's auf. Weil gegen Mittag ist es jetzt so voll geworden, dass es keine Parkplätze gab. Man muss auch sagen, es war ein Sonntag heute. Ja, aber trotzdem, also jetzt so gegen 16 Uhr ist da echt viel los. Genau. Ansonsten gepflegte Minigolfanlage, Pitpat. War auch okay. War auch gut, ein paar Blätter im Herbst, aber bitte, ich bitte euch. Ja. Normal. Genau. Ja. Im Großen und Ganzen ein schöner Ausflugsziel für einen halben Tag oder so. Uns hat's gefallen. Mit der Familie, gell? Empfehlenswert. Infos zu dem Park und zu der Gaststätte und so verlinken wir euch unten die Webseiten. Da könnt ihr euch gerne informieren. Öffnungszeiten habt ihr ja gesehen wahrscheinlich. Ansonsten immer lieber auf der Seite informieren, wenn ihr richtig aktuelle Informationen wollt. Genau. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da. Ist auch egal. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Dabei nicht vergessen, ding. Die Glocke zu aktivieren. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Dream Team. Ciao. Vanessa und Philipp.